Wie gut kenne ich Brawl Stars? Genau vorhin habe ich mir auf jeden Fall diese Frage gestellt. Und Leute, wir werden in diesem Video auf jeden Fall ein Testedich machen, Leute, wo wir auf jeden Fall Fragen über Brawl Stars bekommen werden. Und wir werden auf jeden Fall sehen, wie gut ich Brawl Stars kenne. So Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei dem Quiz und die erste Frage, die wir bekommen ist, Brawl Stars ist 5 Jahre alt, wahr oder falsch? Und ich glaube sogar, dass es ehrlich gesagt wahr ist, weil Brawl Stars ist ja 2017 rausgekommen und ich würde einfach mal sagen, wir klicken auf jeden Fall wahr, Leute, und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu der nächsten Frage. Leute, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr auf jeden Fall dachtet. Und ja, im Brawl Talk wurden 2 Brawler vorgestellt, Dezember 2020, das ist auf jeden Fall auch wahr, Leute. Und zwar kamen ja Edgar und Byron auf jeden Fall raus, also die beiden sind auf jeden Fall letztes Jahr Dezember auf jeden Fall rausgekommen und wir drücken hier auf jeden Fall wahr. Es gibt 5 Legendäre, also das gibt's doch als erstes Amber, Leon, Crow, Mac und Sandy, ich glaube das sind 5 Legendäre, ich glaube ich habe jemanden vergessen, oder? Ich glaube, das ist auf jeden Fall doch 5 Legendäre gibt es auf jeden Fall. Es gibt keinen Star Golden Skins in Brawl Stars, das ist auf jeden Fall falsch. Wir klicken hier einfach mal auf falsch. Brawl Stars ist von Supercell erstellt. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Ausrufezeichen sein soll, aber wir klicken einfach mal auf wahr, Leute. Und Brawl Stars ist eines der beliebtesten Spiele von Supercell. Also das Clash Royale ist doch gerade jetzt auch voll im Hype, deswegen weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt die Frage nicht ganz genau, aber wir klicken einfach mal trotzdem hier auf wahr, Leute. Das Hotel von Mr. P heißt Snowtail. Ich glaube, das wird sogar mit 2L geschrieben, aber wir klicken hier einfach mal auf wahr, Leute. Nur mal so, ich habe dieses Quiz noch nie gespielt, also das habe ich gerade einfach random gefunden. Der Brawl Pass ist Mai 2020 ins Spiel gekommen. Boah, also das ist echt eine Frage, Leute, die weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ja, aber ich würde sagen, wir klicken hier einfach mal auf wahr, Leute. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Jeder Brawl Talk dauert ungefähr 10 Minuten. Das ist auch wieder falsch, weil die meisten Brawl Talks hier gehen ja gerade mal 4 Minuten oder so. Brawl Talk, das ist ein tolles Spiel. Okay. Echt gut, zwar dir fehlen 2 von 3 Punkten, aber sei zufrieden damit. Also wir haben auf jeden Fall alles richtig gehabt von 2 bis 3 Sachen, aber ich will jetzt mal wissen, was ich falsch hatte. Das kann man tatsächlich nicht sehen. Okay, ich würde dann sagen, wir kommen auf jeden Fall zum nächsten Quiz. Ciao, Brawler, bist du? Was ist dein Lieblingsessen? Ehrlich gesagt, das ist Spaghetti Bolognese, Leute. Und wir haben gerade noch 4 Minuten Zeit. Magst du mehr Wettkämpfer oder Nahkämpfer? Weil da steht, das ist ein Fehler. Also ich mag ehrlich gesagt mehr Weitkämpfer, weil ich meine Leute, die Nahkämpfer halt, die sind jetzt gerade nicht so OP. Okay, ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall Weitkämpfer, Freunde. Welche Seltenheit findest du am coolsten? Ehrlich gesagt finde ich auch schon Meilenstein cool, aber das gibt es ja tatsächlich nicht. Deswegen würde ich einfach sagen, wir machen einfach mal mythisch und legendär. Könnte man 2 Sachen machen, das wäre auch nice, aber ich muss mich jetzt für 1 entscheiden. Ich würde mal sagen, wir machen einfach legendär. Welchen Brawler magst du mehr? Ich würde mal sagen, Leute, wir machen mal Colt, weil Colt ist einer ja von meinen Lieblingsbrawlern. Welches Getränk magst du mehr? Ich mag eigentlich auch Wasser sehr gerne, aber ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das so ganz mit Brawl Stars zu tun hat, aber wir haben auf jeden Fall noch 3 Minuten. Ja, ich würde da auf jeden Fall sagen, wir machen auch mal Fanta, weil Fanta ist auch ein Lieblingsgetränk von mir. Wie viele Trophäen hast du? Ich habe 35.000 und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich das beobachten könnte. Ich mache einfach mal 20.000 plus. Okay, welcher Rang ist dein höchster Brawler? Ich habe auf jeden Fall Rang 29er, besser gesagt Rang 28er Max. Mein Max war ja auf 930, Freunde, wie ihr auf jeden Fall Bescheid wisst an die OGs. Welchen Brawler hast du am höchsten? Also bei mir ist jetzt mein Colt, wäre jetzt mein zweithöchster Brawler, war auf 845. Wie heißt Nita Bear? Bruce. Ich glaube, das wird so geschrieben. Wie würdest du dich bezeichnen? Dünn, muskulös, dick, mittel, stark. Digga, welche Muskeln? Ich würde sagen, wir machen einfach mal, ja, mittelmäßig, Leute. Wir sind mittel, weil, ja. Okay, so, Leute, wir wären, du bist ein Brawler wie Shelly, Bo, Elfbit, Ems oder auch Poco.
Ja, also auf jeden Fall, Leute, wir wären auf jeden Fall Shelly Bo, 8-Bit oder Ems oder auch Poco, wenn wir ein Brawler wären. Cooler Quiz, muss ich sagen. Wir kommen auf jeden Fall erstmal zum nächsten Quiz, Freunde. So, Leute, ich habe auf jeden Fall ein Quiz gefunden. Das hat auf jeden Fall 20 Fragen. Und zwar ist hier die erste Frage: Wie heißen die drei legendären Brawler? Also, ja, wir wissen Crow, Spike und Leon. Crow, Spike und Leon. Nächste Frage. Let's go. Okay, wie viele Meilenstein-Brawler gibt es? Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube sogar, dass es 6 gibt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, aber wir klicken einfach mal auf 6. Okay, welchen Seltenheit hat Mortis denn? Ist Mortis jetzt eigentlich mythisch? Der ist doch mythisch, oder bin ich blöd? Ich weiß nicht, welche Seltenheit Mortis hat. Simulant! Mythisch? Ich mach mal mythisch, Freunde. Ich glaube, der ist doch mythisch, oder nicht? Wie viel Gems kostet der Bandita Shelly Skin für Shelly? Der kostet doch 30 Gems, Freunde. Also der kostet jetzt 29, aber der war 30. Für welche Distanz ist El Primo gedacht? Nahkampf, ja, also der ist Nahkämpfer. Wie viele mythische Brawler gibt es im Spiel? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es sogar 5 Brawler gibt, also ja, 5 mythische. Wie heißen die Entwickler von Brawl Stars? Wir machen einfach mal Appkins, weil nein, Spaß, du das ja, Leute, das ist doch easy. Ab wie viel Trophäen erhält man Brock? Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Wir machen einfach mal 3000, Freunde. Let's go. Wir machen einfach mal 3000. Welche Seltenheit hat Tara? Ja, das wissen wir auf jeden Fall mythisch, Freunde. Ja, Tara ist auf jeden Fall mythisch. Auf wie viele Trophäen enthält man Bro? Bro ist ein seltener Brawler. Weiß ich so viele Sachen nicht. Ich würde mal sagen, Leute, wir machen einfach mal 3000 bei Bo. Was ist Colt Star Power? Er ist schneller unterwegs. Er verschießt doppelt so viele Schüsse wie bei seinem Super Skill. Also das ist auf jeden Fall auch eine Star Power von ihm. Okay, wie viel kostet das Skin von Rockstar Colt? Ich glaube, der kostet auch 30 Gems, Freunde. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal 30 Gems. Was ist Leons Ultimate? Er ist schneller unterwegs, wenn er unsichtbar ist. Er ist doppelt so lange unsichtbar. Sein Cyber macht um 5% mehr Schaden, wenn er Wurfstern trifft. Okay, also der ist auf jeden Fall doppelt so lange unsichtbar. Kann Leon unsichtbar sein, nur mit seinem Super Skill. Genau, das ist so. Immer wann er will. Boah, geil. Welchen Seltenheit hat Jesse? Ja, das ist doch eigentlich klar, Leute. Jesse ist ein Meilenstein-Brawler. Ab wie viel Trophäen schaltet mein Brock ein? Hatten wir nicht mal diese Frage? Ich würde einfach sagen, Leute, wir machen einfach mal 1000. Wie viele Weihnachtsskins gab es am Weihnachten? Ich glaube, das gab es doch. Den Colt, den Nita, den Poco-Skin, den Penny-Skin, den Nita-Skin. Das sind 5, Leute. Das sind 5 Skins, Leute. Ich erinnere mich. Welchen Brawler hat man als erstes? Shelly. Ist doch easy. Nächste Frage. Was war eigentlich das eigentliche Thema von Brawl Stars Urwald? Schon immer Wilde Westen, Weltraum. Schon immer Wilde Westen eigentlich. Aber das gab es doch beides, oder nicht? Okay, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal Urwald, Leute. Wir machen das einfach mal. Welcher von den unten aufgelisteten Brawler ist der schnellste? Boah, das ist echt eine Frage. Daryl, Bull, Leon oder Spike? Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass Daryl der schnellste ist. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal. Du hast 12 von 20 Aufgaben richtig beantwortet. Was habe ich jetzt falsch? Ah ja, das sieht man ja hier. Okay, die erste Frage hatten wir auf jeden Fall richtig, Freunde. Die zweite Frage war falsch. Was habe ich da bitte abgestimmt? Stein Brawler wäre die richtige Antwort gewesen. Perfekt. Leider hast du nicht die richtige Antwort ausgewählt. Die richtige Antwort wäre selten. Wort ist es selten? Leute, bin ich doof, aber der ist doch mythisch, Digga. Das steht da doch. Ja, also die Frage ist auf jeden Fall nicht ganz korrekt gemacht. Wie viel Gems kostet der Bandita-Skin? Okay, das hatte ich richtig, das heißt auch richtig. Wie viele mythische Brawler gibt es im Spiel? 2. Warum wurde bitte diese Quiz gemacht? Wie heißen die Entwickler von Brawl Stars? Das hatte ich richtig. Ab wie viele Trophäen erhält man Brock? Ich habe 2000 gemacht. Den kriegt man doch nicht ab 2000? Welchen Seltenheit ist Tara? Okay, wir haben auf jeden Fall vieles richtig. Okay, er ist schnell unterwegs, wenn er unsichtbar ist. Oh, auch gemerkt. Okay, ja. Okay, ja, hier haben wir auf jeden Fall auch vieles richtig und 3 Skins. Bruder, wann wird dieser Quiz erstellt? Okay, und hier die letzten beiden Fragen hatten wir auch falsch. Und der schnellste Brawler wäre Leon. Und Weltraum wäre auch hier die richtige Antwort. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert nicht vergessen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.